Recht herzlich willkommen zur 213. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich habe geupdatet. Wir haben hier die 1.7 jetzt vom Kerbal Space Programm, deutschen Patch installiert und Kerbal Engineer und Flagge und sowas gemacht, alles drin. Ne? Und ja, dann wollen wir mal loslegen. Letztes Mal hatten wir ja ein Schiff gebaut und haben da schon den Test gemacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, da haben wir diese Rakete gebaut, den Orbiter, und hier mussten wir noch eine Stütze anbauen. Das hatten wir ja letztes Mal auch. Das wollen wir dann gerade noch machen, damit das Ding stabil auf dem Dingens ist. So, das steht dann auch besser. Wir mussten das Staging noch machen. Das kommt noch da unten rein. Die vier gehen an und das Haupttriebwerk geht da natürlich auch an. Und das war geklärt. Wir müssen hier das Haupttriebwerk noch etwas runterziehen. Um 1,5. Na, lass so. Das haben wir auch gemacht. Was wir noch machen sollten. Ja, ich habe ja letztes Mal die Winglets da unten dran gemacht. Das ist vielleicht nicht der Weisheit bester Schluss, weil einfach aus dem Grunde, wenn die Raketen ja abspringen. Warte, Pluszeichen müssen wir näher ran. Wenn die Raketen abspringen, ne, dann hätten wir den Halt nicht mehr in der Rakete und da hätten wir ein ganz großes Problem wahrscheinlich. Deswegen machen wir sie doch besser da dran. Ne? Wenn ich jetzt sehe, wie die da dran sind, dann hätte ich jetzt gesagt, das passt mit dem Turm nicht. Ne? Kann man das besser da dran machen oder was? Wenn ich nur zwei haben will und die dahin mache. Jetzt habe ich wieder die 4. Bitte nur 2. Jetzt steht er da. Und machen wir so da dran. Jetzt geht's, ne? Dann müssten die hochfliegen, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Die Winglets nicht, ne? Und das auch nicht. Gut, das passt. Wenn alles gut geht, fliegen wir da hoch und alles klappt. Allerdings, wir haben überhaupt nirgendwo so eine Geschichte. Wir sind total von uns überzeugt, dass das alles klappt. Ne? Wenn das nicht klappen sollte, dass wir da nicht hochkommen, wie retten wir die dann? Ne? Wenn wir Pech haben, sterben die sofort. Irgendwo müssen wir vielleicht was absprengen, oder? Oder auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen hier noch was zwischenbauen. Das macht mir ein bisschen Sorgen dann. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir das dahin machen und uns noch so ein Dingens hier holen. Ist der richtige? Ne. Ist der das? Ja, der ist das. Den machen wir mal besser da noch zwischen, damit wir die loskriegen, wenn. Vielleicht macht es irgendwann auch Sinn, da sowieso abzusprengen, wenn es leer ist. Kann man dann auch noch überlegen. Das heißt, wir haben jetzt hier den da drin. Ja, das ist ja alles noch geblieben. So, das passt dann. Und wir sollten vielleicht überlegen, dass wir, falls das Ding mal runterkommt, auch einen Fallschirm dann dabei hat, ne? Wo waren die denn? Jetzt bin ich hier wieder voll überfragt. Aerodynamik, ne, Nutzlast, Trennung. Wo sind denn hier unsere Fallschirme jetzt gerade? Da, ne? Parachute, Radial Mount, ne, der wäre das. Auch. Ne, 3 müssen es bestimmt sein. Jetzt sind sogar 4. Kriegen wir die 4 da so unter? Ne, das gefällt mir dann nicht. Machen wir mal nur 3. Und zack, hatten wir wieder 4. Weiß nicht, warum er, wo er die 4 weggeholt hat. Ja. Geht so, oder? Lassen wir so. Falls der Flug schief gehen sollte, was ja auch immer passieren kann, dann haben wir das noch, ne?
Okay. Ja, doch, da oben muss es schon hin. Gut, dann speichern wir das mal ab. Hier haben wir noch den Chor, den ich schon eingestellt hatte. Ist der da richtig? Ja, ne? Ja, da können wir jetzt nicht. Doch, da kann man ausmachen. Gut. Wen nehmen wir mit, ist die Frage. Potke möchte ich nicht mitnehmen, weil er schon 2 Sterne hat. Jetzt ist die Frage, hier sind sowieso alles erstmal 1-Sterne-Kameraden. Dann haben wir einen Pilot sowieso da, dann können wir den sowieso rauskicken. Der ist mit 2 Sternen dann da auch nicht vielleicht der Ideale, dann möchte ich nur mit 1 Stern arbeiten. Nehmen wir den mit. Und dann brauchen wir noch, können wir noch einen Ingenieur mitnehmen. Und das ist Anchart. Nehmen wir die 3 doch mit, ne? Ja, das ist doch ganz nett. So, dann gehen wir wieder dahin. Speicher nochmal, falls wir das nicht gemacht haben. Wir haben jetzt soweit, glaube ich, alles einigermaßen, oder? Wir sollten es schaffen, die Rakete da hochzukriegen. Wie viel haben wir denn Saft da drin? Delta V passt schon. Ja, wir können erstmal dahin gehen, oder? Ja, machen wir mal. Ach so, wir haben jetzt hier unten nochmal Staging. Müssen wir nochmal gerade gucken, aber ich glaube, das war schon alles richtig soweit, ne? Nee, da waren ja jetzt noch die Fallschirme zugekommen. Die sind vielleicht noch nicht passend. Da müssen wir nochmal gucken. Staging. Lädt und lädt und lädt. Oh, heute besonders lange, oder was? Ja, genau. Da müssen wir noch definitiv einen zumachen. Und den machen wir mal besser dahin für den Notfall und die lassen wir da. Das ist alles okay. Gut. Haben wir jetzt hier auf Dingens gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir das runtergemacht? Ja, haben wir runtergemacht. Passt. So, das heißt, SAS muss an. Vorderschub haben wir jetzt eingestellt. Der ist drinne. Ich glaube, das war's schon dann, ne? Dann können wir das Ding mal versuchen, da hochzukriegen. Gucken wir mal gerade hier noch rein. Location Zoom. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen, fällt mir gerade so ein. Wird komischerweise auch nicht angezeigt. Put your station in orbit of Kerbin. Orbit, ja, irgendwo hin, aber egal wo, würde ich jetzt sagen. Vielleicht ist das das. Gut, aber komisch ist nur, weil er da von, naja, 10 Sekunden stabil ist er jetzt auch schon. Ja, müssen wir gucken, weiß ich auch noch nicht. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. 3, 2, 1, go! Ja, hebt schön ab. Wir knicken gleich ein. Sieht ja auch schon mal gut aus, ne? Dass wir da rumkommen. Ja, das Ding macht einen guten Eindruck, oder? Gucken wir mal gerade nach, wie weit wir hier schon sind. 9000, okay, das geht auch ganz gut. Mal noch ein bisschen flacher kommen, oder? Zusatzraketen sind gleich schon leer. Das Ding driftet gerade ab. Das ist nicht gut. Ja, das ist halt so. Zusatzraketen müssen schon weg. Die explodieren auch gerade. Wir sind bei 44 und das Ding geht gerade irgendwo spazieren. Ja, das gefällt mir gar nicht. Warum das jetzt so ist, weiß ich nicht. Zu wenig Trieb? Nein. Komm mal wieder hoch, mein Ding. Was macht er jetzt? 32, wir sind schon runtergefallen. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie hinkriegen. Da wieder hochzukommen, oder? 47. Da ist unser Sprit leer, auch irgendwann alle. Ich glaube, wir haben mit den 3 Fallschirmen und das alles richtig gemacht.
Wir kriegen das, denke ich mal, nicht hin, ne? Ja, da ist er alle. Und da ist definitiv kein Orbit gekommen. Ja, das ist schlecht gelaufen, würde ich sagen. Macht aber in dem Sinne nichts, weil wir ja zum Glück etwas eingebaut haben, was uns da weiterhilft. Ja. Das Riesenteil verschwindet jetzt. Und wir können uns schon mal darauf vorbereiten, dass wir da irgendwann runterkommen, ne? Dann müssen wir das Teil jetzt rückwärts drehen. Aber ich glaube, wir haben noch ein größeres Problem. Wir haben gar kein Hitzeschild darunter, ne? Das könnte nochmal heiß werden. Das wird schwierig. Ich hoffe, dass da nichts schief geht. Kann man mal schneller machen. Bringt ja jetzt keinen Unterschied. 115. Da ist er von alleine auf die Geschwindigkeit. Taucht auch sehr interessanterweise ein. In der richtigen Richtung. Aber wir machen es mal so, dann sehen wir ein bisschen was, oder? Sind das da unten Wolkenfelder oder was waren das? Oder Berge? Keine Ahnung. Wir kommen jetzt wieder in die Atmosphäre zurück. Ich weiß auch nicht, ob das Ding, aber das wird ja auch noch kaputt gehen wahrscheinlich bei der Hitze, oder? Kann das sein? Ein bisschen schneller. So, jetzt werden wir die Teile sehen, die dann da gleich kaputt gehen. Ja. Irgendwo sind noch keine Hitzeanzeigen da, das heißt, momentan ist stabil. ...27.000 bis zum Grund sind es hier ein bisschen weniger auf jeden Fall. Jetzt kommen die Hitzeanzeigen. Und er dreht sich jetzt irgendwie anders. Was total schlecht ist, weil jetzt ist vorne die Hitze. Das waren aber Teile, die da wohl dran waren. Okay, wir haben das erstmal wohl, glaube ich, von der Hitze geschafft. Keine Ahnung, was da gerade noch kaputt gegangen ist. Einfache Geschwindigkeit. Kann man hier irgendwas steuern? Ich glaube nicht, ne? 8000, hier sind 7000. Das ist verdammt schnell unterwegs, das Ding. 5000. Und ich bitte noch ein bisschen langsamer. Ich habe nämlich Angst, dass die Schirme gleich noch kaputt gehen. So, jetzt schmeißen wir die mal raus. Und hoffen, dass die nicht abreißen. Und die Kiste abbremsen. Und dass das Ding gleich nur gedreht wird, wäre auch noch wichtig. Macht er aber nicht. Kriegt er nicht hin, oder was? Okay, jetzt sind die Schirme aufgegangen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie schnell wir da runterkommen. Aber sind drei, ne? Wenn das Teil da explodiert, ist ja halb so wild, aber das andere hier darf nicht kaputt gehen, ne? Das ist, da ist noch irgendwo was gelandet. Okay. Da ist ein Gebirge. Ja. 550 Meter noch irgendwie sowas. Lachen tut keiner mehr. Und wollen hoffen, dass das da irgendwo gut endet für die Jungs. Aber eigentlich müsste das so sein, oder? Obwohl das Ding ist natürlich nicht leicht, ne? Ah, da ist die Geschwindigkeit 7. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Ding aushalten kann. Wechselt da immer. Noch 250 Meter. Fällt schon ziemlich schnell runter, ne? Meter.
150. Hundert Meter, 75, 50, 25 und Touchdown. Ja, es sind einige Teile kaputt gegangen, aber nicht alles. Zum Glück leben die drei noch. Also das Ding war ein bisschen schwer, ne? Haben wir festgestellt. Können wir da noch was mitnehmen? Nö. Temperatur wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Kann einer hier eine Eva machen? Nee. Eva Report bringt auch nichts. Dann boarden wir den wieder und dann können wir das recovern. Und dann haben wir da nichts erreicht gerade, ne? Das war ein schöner Fehlversuch mit zum Glück keinen Toten. Haben die ganze Rakete in dem Sinne in den Sand gesetzt, wie wir gerade auch richtig gesehen haben. Und ja, wollen hoffen. Hier ist alles okay. Okay, 5790 haben wir wieder gekriegt. Die Jungs haben alle noch einen Stern und keine Reputation bekommen. 672, weiß ich nicht. Ja, das bedeutet, dieses Werk funktioniert nicht richtig. Wir müssen gucken, wo hier der Fehler ist. Wahrscheinlich da. Der Schwerpunkt ist zu hoch, ne? Kann das sein? Ja, da müssen wir nochmal genau dran arbeiten. Vielleicht sind diese Teile auch einfach nur zu klein, ne? Könnte ja auch sein, ne? Dass wir dann mal größere nehmen sollten. Sind die größer? Nur einer, ist auch schön, ne? So, jetzt habe ich vier. Die sind aber nicht bedeutend anders. Das ist noch kleiner. Ja, gut, aber da sind wir jetzt erstmal unterwegs mit dem Ding. Müssen wir nächstes Mal analysieren, was da besser zu machen ist. Vielleicht müssen wir damit ein bisschen weiter hochkommen noch. Müssen wir nochmal genau überlegen. Vielleicht haben wir auch zu viel Schub weggenommen. Delta V. TWR? War das TWR? Nein, ne? Oder muss ich TWR... Oh, das kann auch noch sein, ne? Aber dann brauche ich das Haupttriebwerk ja nicht mehr, ne? Also ne, da kann auch was nicht richtig sein. Delta B ist ja die... Ne, da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden, ne? Okay, das stellen wir dann in der nächsten Folge nochmal ein. Das wäre ja hier... Da 3, 4, 1, das wäre viel zu viel. Und das wäre... Nee, das muss voll sein. Ich habe das falsch gemacht, ne? So sieht's aus. Ich muss diese runternehmen. Genau so ist es. Das war unser Fehler, würde ich sagen, ne?
Ja, müssen wir nochmal genau checken. Okay, machen wir nächstes Mal. Lasse ich erstmal auf 100%. Denken wir daran, dass wir das nächste Mal machen müssen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, dann findet ihr es schneller wieder. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ja, wenn ihr Bock habt, macht die Glocke an, dann werdet ihr auch informiert, dass was kommt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!